Hey ho Leute, es geht endlich weiter nach 2 Wochen, 3 Wochen. Absoluter Werkstattabstinenz, hatte andere Sachen zu tun. Ja, geht's endlich weiter. Was habe ich heute? Wirklich heute, also die letzten 2-3 Stunden gemacht. Ja, ganz einfach. Erst einmal auf den Stefan gewartet, der ist auch schon gekommen. Und, Moment. Yippie! Ja, ich habe mal die Kotflügel heraus, nennen wir es mal, vorlackiert. Aus dem einfachen Grund, ich habe dem Stefan dieses Mal versprochen, die Dinger werden glatt wie ein Babyarsch. Drum habe ich die jetzt einmal vorlackiert. Dann werden sie mit den Tausenden nochmal schön sauber angeschliffen und dann drinnen nochmal die Außenflächen sauber drüber geblasen. Die Farbe kommt schon mal recht geil, muss ich sagen. Im Hintergrund läuft übrigens der Kompressor. Hier ist nur Tür zu. Ja, der Stefan ist nämlich genau richtig gekommen, dass er wieder putzen darf. Ist schon blöd, gell? Scheiß Timing. Ja, der muss jetzt die Pistole sauber machen. Und dann darf er sein Frontblech schleifen. Für den Fensterrahmen komme ich dann später. Da kommt dann noch die komplette Folie weg. Wir kleben komplett neu ab. Und dann werden wir das Ding heute auch noch lackieren. Da wird es aber so sein, dass ich das in einen Arbeitsgang machen will. Also keine zweite Runde. So Leute. Und während der da jetzt einmal schön die Pistole putzen darf und seine Karre da schleifen, werde ich unter die Dusche hüpfen und zum Essen gehen. Wir sehen uns, ja, wenn es hier später weitergeht. Jo, hey. Ja, von unten auch schön mit Papier eingewickelt, dass wir da nicht so viel Farbnebel drauf kriegen. Jetzt dann nur noch die Federbeine und die Bremsscheiben. Außen haben wir jetzt noch eine Folie drüber. Ja, lass mal runter. Oben eben auch sauber mit Papier abgeklebt. Da nebeln wir dann bloß rein und irgendwann, wenn aus irgendwelchen Gründen mal der Motor raus muss, ja, dann können wir den Motorraum noch komplett rauslackieren. So, 8:30 Uhr früh, mitten in der Nacht, letzte Vorbereitungen. Ja, der Boden wird dann noch komplett eingenässt und dann mische ich die Farbe an, das kann ich euch noch zeigen. Und danach muss die Cam hier wieder verschwinden, wechseln, Farbnebel. So, ich habe jetzt die Mühle mal komplett mit Silikonentferner sauber gemacht. Jetzt kann der Michi die Farbe anmischen und mein Part ist dann erst wieder die scheiß Pistole zum Putzen, wie jedes Mal. Erstmal ordentlich aufrühren und dann wird die Farbe 2:1 mit Farbe und Härte gemischt. Und dann kommt noch ein Schluck Verdünnung rein. Das machen wir jetzt noch schnell und dann werden wir die Kamera hier raus verbannen. Halt! Tja. Und dieses Mal hier herin mit Gummifötzchen. Oh, ich bin dein Vater. Oder so ähnlich. Ja, genau. Ich fall gleich um. Das ist Verdünnung. Machen wir mal härter. Und wieder ebenfalls ordentlich aufrühren. Ab in die Pistole und drauf auf die Karre. Cam aus und raus. Die Kotflügel dürfen hierherin ja, noch schön aushärten, bevor wir die dann eben wieder anschleifen, die Außenflächen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, oder wie war das? Die Ära Holzsägen geht bei uns auch bald zu Ende, Gott sei Dank.
Da hinten sägen sie. Boah. Naja, ob man viel jetzt sieht, weiß ich nicht. Naja, der ist da hinten schon wieder am Pistole putzen. Sehr farbneblig da drin, würde ich sagen. Ja, den Fensterrahmen von der Frontscheibe werde ich auf alle Fälle auch nochmal anschleifen. Da haben wir sehr viel Staub reingebracht, aber egal, das wird schon noch. Ja, dann machen wir mal die Heizkanone startbereit, dass wir hier herin ordentlich aufheizen können, damit ja, der Scheißdreck schneller trocknet, damit ich nochmal anschleifen kann und eben, wie gesagt, den Fensterrahmen oder Scheibenrahmen, die A-Säule, nochmal nachlackieren kann. Vorne rum, würde ich mal sagen, sieht soweit gut aus. So, Freunde, ich habe jetzt heute Windlauf und A-Säulen nochmal angeschliffen und nochmal drüber gerotzt. Aus dem einfachen Grund, es war viel Staub drin. Und jetzt kann man es dann, wenn es trocken ist, mit einem 1000er oder 1500er oder auch einem 2000er leicht anschleifen, dass wirklich gar kein Staub mehr zu sehen ist. Und dann schön sauber aufpolieren. Und dann sollte es passen. Ja, und richtig erkannt. Das ist dieses Mal kein Metalliclack mehr. Wir haben Farbton. Was haben wir? Kann man sehen? Ja, jetzt kann man sehen. RAL 2004. Rein orange. Naja, gut. Das war's für diese Episode. Dieser Teil. Tja, wir gehen jetzt dann so langsam mal an die Technik. Beziehungsweise als nächstes geht es erst einmal mit den Lüftern vom Kühler weiter. Bis zur nächsten Folge. Ciao.